Autos, Autos, Autos bis Horizonte, länger als die Spaghetti von meiner Mama. Ja, was geht und willkommen zurück. Heute haben wir neue Hot Wheels. Ja, ausgerechnet Mediamarkt hat die neuen Cases. Ich habe mir so überlegt, okay, sortier doch mal nach P und Q Case. Okay, nochmal kurze Erklärung. Hot Wheels bringt 15 Kisten im Jahr raus, von A bis P. Außer I, O und R, von A, B, C halt 15 Mal im Jahr neue Autos. Das Problem ist jetzt aber, dass natürlich manche Autos in weiteren Kisten noch fortgeführt werden, dass die auch später nochmal mit dabei sind, ne? Für einen längeren Zeitraum halt. Und da ich das jetzt so schwierig sortieren konnte, beziehungsweise habe ich mir überlegt, das so zu sortieren, welches Auto halt wirklich neu ist, habe ich mir gedacht, okay, mach mal das so, wie ich es halt gekauft habe in den Läden. Nee, stimmt nicht. R kommt ja nach P, also nur I und O, ne? Da würde ich jetzt mal direkt losstarten. Ja, ich war im örtlichen Teddy. Es gibt ja zwei, plus noch in anderen Dörfern, was heißt Dörfer, aber Kleinstädte. Und da habe ich einen Wagen gefunden, der ist schon ein bisschen was älter. Und zwar der Porsche 935. Sieht man das mit einem kleinen Lackierfehler, leider. Ja, den gab es auch schon, den habe ich schon gesehen, da war der aktuell. Ich habe ihn aber nicht mitgenommen. Nur mittlerweile habe ich ein paar Porsche in der Sammlung und der passt da eigentlich super gut dazu. Mit dem geilen Spoiler, hier die goldenen Räder, ich finde es super geil. Mit dem Bilstein-Aufdruck, ihren Blau, super, super. Porsche 935 nehme ich mit für die Sammlung. Geil. Und für einen Euro kann man nicht nein sagen. Kommen wir jetzt zum Mediamarkt. Ich habe mich wirklich gewundert, weil die hatten jetzt schon länger keine Hot Wheels mehr, richtig? Nur so ein paar hängen. Und eigentlich konnte man immer in so einer Kiste wühlen. So, jetzt haben sie anscheinend einen Case bestellt oder bekommen, wussten nicht wohin. Und jetzt ist wieder an der Kasse eine ganze Kiste, wo man voll wühlen kann. Auch die neuesten Autos, wer hätte das gedacht? Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der bewusst wegen Hot Wheels im Mediamarkt geht. Ich meine, es gibt ein paar Leute, die sehe ich zwar, wenn sie da wühlen bei den Hot Wheels, aber die kommen nicht extra deswegen. Nicht so wie ich, ne? Da haben wir hier einmal den Lotus Emira in Blau mit diesen Rädern. Fett. Ist der fett. Ich habe den Lotus Evija, ich habe den Lotus Sport Elise und der gehört natürlich auch noch dazu. Muss doch sein. Für die Lotus-Sammlung mehr oder weniger. Super. Rückleuchten auch wieder. Alles passt perfekt. Kann man sich nicht beschweren, kann man nicht meckern. Kostet zwar Mediamarkt kein Euro, aber super. Geiles Auto, fett. Hot Wheels, Exotics. Bleiben wir mal bei den Supersportwagen. Ich habe jetzt hier einen Aston Martin Vantage GTE. In grün, in diesem kellen Grasgrün mit den super Mustern, dem geilen Spoiler, den schwarzen Rädern, super. Man sieht hier hinten die Auspuffrohre. Super geil. Auch das Pacing vom Fahrzeug, super, kann man sich wieder nicht beschweren. Auch wieder Hot Wheels Exotics, gehört zur gleichen Reihe, ist die Nummer 9. Passt, super. Wenn sie jetzt noch einen Aston Martin Vanquish oder sowas rausbringen würden, das wäre natürlich geil. Jetzt kommt wieder was, das ist auch wieder zu fett, und zwar der Chevelle SS Express. Den gab es ja auch mal in Fast and the Furious, ich weiß nicht welcher Teil, ich habe mich jetzt nicht informiert vorher natürlich. Aber der Wagen, super fett. Hier, das Differential. Und auch hier, der Motor, der offen ist. Richtig geil, dass man den Motor auch sieht. Super geiles Schwarz. Der Wagen, richtig geil vom Pacing her. Und super, super. Wenn man den zum Beispiel im Teddy finden würde, der kostet ja nur 1 Euro. Einfach so ein Fahrzeug. Perfekt, passt. Zu geil. Muss ich mal darüber überlegen, was ich jetzt mit den ganzen Fahrzeugen mache, welche ich jetzt aufreiße, hinstelle oder keine Ahnung. Bleiben wir mal bei Schwarz. Porsche 911 GT3. Ich finde den einfach geil. Dieses Mattschwarz. Dieses Mattschwarz ist geil. Nicht so glänzend, sondern mattschwarz. Hinten drauf auf dem Nummernschild 911 GT3 mit dem Spoiler. Super, super. Auch wieder geil für die Porsche-Sammlung. Kommt zu dem Porsche 935. Mega. Fett. Von Factory Fresh. Aus der Serie Then and Now habe ich einen 20er Toyota GR Supra in Rot. Fett. Wir hatten ja jetzt letztens erst den Toyota Supra, jetzt gleich hier den GR Supra. Da habe ich ein bisschen verkackt. Ich habe mir die Autos zurechtgelegt und dann hat irgendjemand gewühlt und hat ihn aber nicht mitgenommen. Wusste ich aber nicht. Ich habe gewühlt, nicht gefunden. Beim nächsten Besuch habe ich den dann gleich wieder mitgenommen. Super, mit dem Spoiler. Mit den Mustern hier, super geil. Die vorderen und die, naja, hinten
Es ist jetzt nicht allzu spannend. Wir haben jetzt aber auch kein Premium. Aber vorne schon geil. Der Wagen fett. Nehmen wir mit. Bleiben wir mal bei Rot. Ich habe hier den Audi RS e-tron GT in Rot. Von Hot Wheels Greenspeed. Ja, ich habe den ja schon in Grau. Ich muss ganz ehrlich sagen, teilweise ärgert es mich natürlich, dass ich den mal bei eBay gekauft habe. Teilweise muss ich aber auch sagen, dass ich das Rot nicht so geil finde wie das Grau. Also ich habe ja, wie gesagt, den Grauen, den habe ich jetzt auch zweimal da. Der Rote, der ist schon nicht schlecht. Aber so ein komplett Rot, ich weiß nicht, ob das so... Es ist halt Geschmackssache. Kann man schon machen, ist geil. Auch hier wieder die Rückleuchten, auch das Fahrzeug an sich. Super, super. Spoiler, wir bekommen ja auch den Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo, bla bla bla, auch nochmal in Rot. Den habe ich ja in Blau. Also, ja, viel mit Rot jetzt. Jetzt nochmal was Geiles fürs Rallye-Ding, beziehungsweise Rallye-Champs. Den 70er Ford Escort RS 1600. Und guckt euch den mal an. Ich dachte, das ist so geil, fett. Aber wenn man sich dann mal informiert, dann wurde erstmal, dass dieser Wagen auch schon ein bisschen länger her, 19 oder so, auch schon mal verfügbar gewesen ist. Hot Wheels macht das ja teilweise so, je nachdem, die nehmen halt ein Fahrzeug und ändern quasi die Lackierung. Also die Fahrzeuge, die nicht verkauft werden, bevor sie die wegschmeißen, dann werden die nochmal abgeändert. Ich glaube, die öffnen dann die Packung, ändern die Farbe und die werden nochmal als andere Farbe neu aufgelegt. Genauso wie bei dem hier wahrscheinlich, beziehungsweise der kommt ja auch später nochmal in einer anderen Farbe. Aber trotzdem geil. Hier vorne diese typischen Rallye-Lampen. Haben wir hier hinten so ein, nee, das ist ganz normal, mit dem Goodyear-Aufdruck. Also man sieht schon, da wurde sich Mühe gegeben auf jeden Fall mit dem Zeug hier. Jetzt kommt was, da hätte ich normalerweise erstmal nachgucken müssen, was es ist, um überhaupt nicht in den, ja, in die Tonne zu greifen. Aber der Wagen ist trotzdem viel zu geil, deswegen konnte ich den nicht liegen lassen. Und zwar Matt and Debbie Hayes 1988er Pro Street Thunderbird. Und der ist doch mal fett. Ich musste jetzt erstmal nachgucken, wie der in echt aussieht und aus welchem Film oder Serie er überhaupt kommt. Kenne ich überhaupt nicht. Nicht wirklich was gefunden. Und wenn, dann kannte ich es nicht. Aber den Wagen musste ich trotzdem mitnehmen. Der Wagen ist so geil. Ich glaube, der kommt hier auch an die Ecke. Ich habe hier ja diese Knight Rider und diese Back to the Future Time Machine. Und ich glaube, da passt der eigentlich auch ganz gut dazu, oder? Der ist nicht schlecht. Hier vorne auch. Oh ja Gott, beim Motor auch. Geil. Hat der hier Lufteinlässe? Die anderen hatten Lufteinlässe, der Audi hat auf jeden Fall Lufteinlässe. Naja, trotzdem, geile Karre, super, nehme ich mit, passt. Das war es erstmal für diese Folge. Ich habe noch ein paar Autos, die kommen in einer späteren Folge und dann sind wir wieder auf dem aktuellsten Stand, das passt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, ciao.